sehen. Schön, dich zu sehen. Geht's gut? Hi. Hi. Ja, lang ist es her, oder? Lang. Aus der ganzen Pandemie. Ja. So. Ich meine, that's basically here. Corona and leider. Life and everything. Leider. Und da sind wir mit Lea van Aken, eine der, ich sag mal, herausragendsten jungen deutschen Schauspielerinnen. Und Dark war ja auch schon ein Riesenbrett mit dir, wo du mit dabei warst. Mhm. Wie war das damals, unter Baran und Jante zu arbeiten? Es war so toll. Also es war wirklich einfach... Ich bin ja ein bisschen später dazu gekommen, dann auch zu dem ganzen Cast und alle haben mich so süß aufgenommen. Und Bo und Jantje sind einfach auch, die sind der Wahnsinn, die sind einfach richtige Genies. Und man guckt sie an und man hört zu und man sieht, wie die ganzen Visionen irgendwo im Universum sind und man pickt sich die so raus und ist einfach total, total besonders gewesen. Hast du noch irgendwie eine schöne Erinnerung an das Set, also irgendwie so einen besonders lustigen Drehtag? Oder? Oh, einen besonders lustigen Drehtag, ja, weil Luis und ich zusammen ja immer, ich glaube, es war bei Staffel 2 und Staffel 3, waren wir in diesen gelben Anzügen und wir waren dann halt so bei 40 Grad oder 35 Grad im Sommer in diesen gelben Anzügen und saßen beide immer nur so vollkommen voll geschwitzt und warm und das war aber sehr lustig, weil man einfach so sich wie so ein kleines gelbes Männchen gefühlt hat und es gibt sehr witzige Fotos davon. Kein Ventilator drin oder Cold Packs? Wie bitte? Kein Ventilator drin oder Cold Packs? Na doch, es wurde schon immer mal wieder geguckt, dass das aufgepasst wurde, aber das war auch toll bei Dark und das haben die hier glaube ich ähnlich gemacht. Dark war ab Staffel 2 schon mit super grün, also die haben echt sehr drauf geachtet, dass einfach wenig Waste, so dass du dann nicht an jeder Ecke irgendwie so einen Wegschmeiß-Kühlpack hast. Die hatten immer ihre Wasserspender dabei, hatten irgendwie vegan, vegetarisches Catering. Es gab keine Plastikbecher und so, die waren schon echt vorneweg. Das war cool, weil das bei, wann war jetzt Dark Staffel 2 vor 3, 4 Jahren oder so? Da war das ja fast noch ein bisschen neu, so, dann kam Corona. Aber das war cool, also die haben drauf geachtet. Und noch so als Abschluss, ich meine, das ist jetzt ja die neue Serie, ich habe die ersten Folgen schon sehen dürfen. Ich nicht. Ich kann nur sagen, so ab Folge 6 kommt noch so ein Switch, wo ich mir sage, okay, das geht jetzt auch in so eine Dark Richtung. Was erwartest du? Was ist sozusagen so dein Erwartungsbogen für 18 oder 19? Also ich erwarte erstmal einen enorm grandiosen Cast, also der Cast ist super stark und ich freue mich einfach total, den zu sehen. Und ich erwarte... Ja, auch schon so ein bisschen Mystery, ein bisschen was Gruseliges, einfach so was, wo man schon dranbleiben muss, mitraten muss. Einfach, man kann es nicht nur so wegkonsumieren, sondern man muss wirklich dabei bleiben. Und natürlich technisch einfach eine total spannende Welt. Ich meine, dieses Volumenscreen ist einfach sehr besonders und so, das erwarte ich irgendwie. Ja. Vielen lieben Dank. Danke auch. Und ganz viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Bis dann. Ich guck schon.